Etwa 150.000 Österreicher leiden an einem Lymphödem. Typisch für diese Krankheit sind meist geschwollene Arme oder Beine. Je früher diese Krankheit behandelt wird, desto besser können die Betroffenen damit leben. Österreichs einzige Lymphklinik befindet sich in Kärnten in Wolfsberg. Betroffene aus ganz Österreich, aber auch aus Italien und aus Slowenien lassen sich dort behandeln. Christa Schmollmüller leidet seit 30 Jahren an einem ausgeprägten Lymphödem. Beide Beine sind betroffen. Nach einer Knieoperation ist sie nun das erste Mal Patientin in der Lymphklinik in Wolfsberg. Begonnen hat es eigentlich in der Schwangerschaft. Da habe ich irrsinnig geschwollene Beine bekommen. Es wurde danach auch nicht weiter behandelt, weil vor 28 Jahren das eigentlich eher unbekanntes Terrain war. Ich bin dann von einem Arzt zum anderen und mein damaliger oder jetziger, auch noch jetziger Orthopäde hat mir dann schwer empfohlen, Wolfsberg. Und hier befindet sich Christa Schmollmüller auch in den besten Händen. In den letzten 12 Jahren konnten fast 8000 Patienten erfolgreich behandelt werden. Wir haben im Rahmen der Rehabilitation die Möglichkeit, dass wir die Patienten innerhalb dieser 3 Wochen von ihrem Ödem befreien, das heißt von der Schwellung befreien und zusätzlich auch diese Verhärtungen, die über die Jahre entstanden sind, diese zurückzudrängen, um sie dann mit dem entstauten Zustand mit einer maßgefertigten Kompressionsversorgung nach Hause zu lassen. Und die Patienten lernen auch im Rahmen dieser 3-wöchigen Rehabilitation, sich selbst zu behandeln. Die manuelle Lymphdrainage mit den speziellen Grifftechniken bringt den Betroffenen große Erleichterung. Die Fibrosen werden gelockert und Ödeme beseitigt. Etwas aufwendig ist die Kompressionsbandagierung. Ja, das stimmt, aber es ist sehr wirksam. Ich bin das zweite Mal schon da und beim ersten Mal habe ich 3 Liter Flüssigkeit verloren und jetzt auch wieder 1 Liter. Und also ich bin ganz begeistert, muss ich sagen. Für zu Hause werden dann spezielle Kompressionsstrümpfe angepasst, die ein Leben lang getragen werden müssen. In der mehrfach zertifizierten Lymphklinik stehen den Patienten insgesamt 80 Betten zur Verfügung. Die Ursache für die Erkrankung, meist sind der Arme, Beine oder der Kopf betroffen, sind unterschiedlich. Etwas weniger als die Hälfte unserer Patienten haben eine Krebserkrankung in der Vorgeschichte. Die andere Hälfte sind Patienten nach anderen Erkrankungen, die die Lymphgefäße geschädigt haben, und die geringere Zahl der Patienten sind die sogenannten primären Lymphödeme, das heißt eine angeborene Lymphtransportschwäche, die unter Umständen vererbt sein kann oder sporadisch spontan auftreten kann. Für die Lymphklinik braucht man eine Überweisung vom Hausarzt. Nach der Bewilligung eines Rehabilitationsantrages folgt ein 22-tägiger Reha-Aufenthalt. Die Erfolgsquote liegt bei 100%. Die Wartezeit beträgt 6 bis 12 Wochen.